Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop AgriCare. Heute ist der 19. Dezember 2022 und ich kann jetzt schon sagen, heute findet der letzte Workshop statt in diesem Jahr. Denn nächsten Montag ist Feiertag und da wollen wir feiern und keinen Workshop machen. Also ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Bin sehr froh, dass Sie wieder in so großer Zahl hier dabei sind. Und ich möchte sagen, wiederum sind beste Voraussetzungen hier gegeben durch die Hilfe meiner Frau Renate und meiner Tochter Claudia, dass dieser Workshop auch wieder zu einem Erfolg wird. Und Erfolg ist es immer für uns, wenn es uns gelingt, Wissen zu vermitteln, Wissen, wie wir AgriCare noch effektiver einsetzen können. Denn das führt nachgewiesenerweise zur besseren Lebensqualität. Heute finde ich es besonders gut und bin besonders dankbar, dass Claudia teilnimmt, denn eigentlich hat sie Urlaub und ich finde es ganz prima von ihr, dass sie zur Verfügung steht, diesen Workshop mit abzusichern. Vielen Dank, liebe Claudia. Ja, und nun wieder obligatorisch die Frage, und ich schaue schon in den Chat, kann mir jemand sagen, ob ich gut zu vernehmen bin, akustisch? Ich brauche diese Rückkopplung und erst dann denke ich, dass, wenn ich gut zu hören bin, bitte bestätigt mir das jemand im Chat, wenn ich gut zu hören bin, dann können wir auch frohen Herzens inhaltlich mit dem Workshop beginnen. Vielen Dank, Frau Kohlmeier, vielen Dank. Ton ist super, schreiben Sie, und Frau Ina Lindemann schreibt auch, Ton und Bild sind prima, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Also, dann können wir starten. Zuallererst, dass ich es auch wiederum nicht vergesse, gebe ich Ihnen im Download die Folien als PDF zur Verfügung. Sie können also jetzt schon die herunterladen, können es aber auch nachher tun. Viele machen das sehr gern, denn es ist für Sie eine kleine Dokumentation für den Fall der Fälle. Und heute denke ich, Sie werden sehen, inhaltlich, wir gehen auf konkrete Beispiele ein, ist vielleicht besonders interessant, sich die Inhalte wegzulegen, um sich dann im Fall der Fälle daran erinnern zu können und entsprechend vorgehen zu können, wiederum mit dem Ziel, Baustellen zu beseitigen, Lebensqualität zu verbessern. Dazu ist AgriCare gedacht. So, dann lassen Sie mich starten mit meiner vorbereiteten Präsentation. Ja, heute am 19. Dezember, das ist widerruflich der 19. Dezember, noch ein paar Stunden, möchte ich auch wieder auf folgenden Hinweis eingehen. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Nun, hier blende ich die Kommunikationswege ein. Sie wissen ja, für uns ist es das Wichtigste, Sie zu beraten, Sie mit Wissen auszustatten, damit Sie noch besser mit AgriCare umgehen können, Ihre Fragen zu beantworten, auch ganz konkret. Und da sehen Sie, wie üblich, die Möglichkeiten, außer beim Workshop steht, dass wir am 26.12., also ist der zweite Weihnachtsfeiertag, nicht zur Verfügung stehen. Also dieser Workshop fällt aus. Und dann werden Sie auch in den nächsten Tagen von mir per E-Mail eine Einladung bekommen, sich neu zu registrieren. Aus rechtlichen Gründen müssen wir das tun, dass Sie für das Jahr 2023 sich neu registrieren. Wir setzen dann auch einen ganz neuen Workshop auf, der im Prinzip aber genauso läuft und genauso zu erreichen ist wie das bisherige. Also da werden Sie aber von uns einen Hinweis bekommen und ich würde Ihnen empfehlen, sich zu registrieren, auch für 2023, also noch einmal neu für 2023. Es wird dann auch ein neues Passwort geben und das ermöglicht Ihnen wieder oder ermöglicht uns, Sie zu benachrichtigen, Nachträge zu senden, wenn es notwendig ist, oder eben Einladungen und Erinnerungen zu senden. Auch diese Folie ist denjenigen, die schon mehrfach teilgenommen haben am Workshop, bekannt. Und hier sehen Sie also über den oberen Link, der geht
zum YouTube-Kanal von uns sehen Sie und können Sie lernen zum Basiswissen etwas. Sie können auch Ihr Wissen wieder auffrischen dort. Und im unteren Link auch wiederum der Zugang zu unserem YouTube-Kanal, können Sie etwas lernen oder wieder auffrischen zu Randbedingungen. Denn die Randbedingungen bilden eine sehr, sehr gute Basis für effektives Arbeiten mit AgriCare. Und auch dieses möchte ich ganz kurz bloß sagen, wir freuen uns immer wieder. Und wenn ich zurückblicke über das Jahr und was nun bald zu Ende geht, ist es eine ganz große Freude, dass es sehr viele Anwender gibt, die so viel Freude und Erfolg haben mit AgriCare, dass sie das weitergeben möchten und potenzielle Anwender informieren, dass es AgriCare gibt. Und wenn sie das tun, dann würden wir uns auch sehr gern bei Ihnen bedanken. Nämlich, wir reservieren Ihnen den Käufer mit dem Namen, den Sie uns bitte auf die eingeblendete E-Mail-Adresse senden. Für 30 Tage reservieren wir Ihnen das und für den Fall der Fälle, dass derjenige dann in unserem Shop kauft, dann erhalten Sie von uns 150 Euro pro empfohlener Person und erhalten Sie 150 Euro als Dankeschön. Das ist eine wunderbare Sache, denn Sie tun Gutes, indem Sie anderen ermöglichen, auch deren Lebensqualität zu verbessern. Diejenigen, die dann Käufer sind, aufgrund ihrer Initiative, tun Gutes, denn sie verbessern ihre Lebensqualität. Und ich denke, wir tun auch Gutes, denn wir haben einen weiteren Anwender, den wir gut beraten können und den wir gut betreuen können. Also eine Win-Win-Situation. Und ich bedanke mich an der Stelle nochmals für Ihr Engagement. Bei denjenigen möchte ich mich bedanken, die viel Engagement zeigen, um potenzielle Anwender zu gewinnen. Das letzte Mal habe ich über das Markieren von Wasser gesprochen und habe darauf hingewiesen, dass ich da ein separates Video dazu gebracht habe. Und die Erklärung bzw. dieser Beitrag finden Sie auf der eingeblendeten Seite ulrich-mtc.de/agricare-zur-wassermarkierung. Sie können es ablesen. Und ich denke, damit ist vielen geholfen und nicht nur denjenigen, die sonst eine Kontraindikation haben zur Anwendung von AgriCare, sondern auch, wir kriegen immer mehr Meldungen auch darüber, dass die Effektivität durch zusätzliches Trinken des markierten Wassers die Erfolge zunehmen und schneller zu erreichen sind. Und nun gab es diese Woche eine Frage, wenn jemand eben nicht eine ganze Flasche trinkt, zum Beispiel einen Liter, die markiert wurde, dann hat er, wenn er nicht so viel trinkt, das weiß er schon vorher, hat er nur die Flasche nicht ganz gefüllt zur Markierung. Das empfehlen wir nicht. Bitte füllen Sie die Flasche komplett zur Markierung mit den Elektroden von außen, seien es Haftelektroden oder seien es Handelektroden. Füllen Sie die Flasche komplett, auch wenn Sie über den Tag nicht das ganze Wasser trinken. Sie könnten ja am nächsten Tag das weiter trinken oder eben Sie machen sich nächsten Tag wieder eine neue Flasche. Die Markierung ist effektiver, wenn die Flasche gefüllt ist. Soweit also zum Wassermarkieren. Und hier noch eine organisatorische Frage. Wir haben einen sehr, sehr versierten Anwender. Das ist Herr Lutz Amsel. Herr Lutz Amsel hat schon unglaublich viel geholfen. Auch nicht nur ganz speziell und ganz individuell Menschen, die Baustellen hatten und hat denen das Leben mit den Anwendungen verbessert, Lebensqualität verbessert, sondern Lutz Amsel hat auch so weit sich weitergebildet und hat so gut seine Daten aufbereitet, dass es bei uns methodische Verbesserungen gab. Ich habe schon einmal darüber berichtet. Jetzt gibt es die Frage von Lutz Amsel im Raum Chemnitz. Dort lebt Herr Amsel nicht. Im Raum Chemnitz, ob dort noch jemand eine Kapazität hat, jemanden Anwendungen zur Verfügung zu stellen mit AgriCare. Wenn ja, also im Raum Chemnitz, wenn noch jemand freie Kapazität hat, wenn ja, dann bitte bei der eingeblendeten Telefonnummer 0151 412-61240 bitte bei Lutz Amsel melden. Der wird dann alles weitere organisatorisch mit Ihnen absprechen. Es wäre schön, wenn jemand noch Kapazität hat. Und jetzt möchte ich über einen Anwender sprechen. Ich will gleich dazu sagen, auch über die Frau des Anwenders, der über Jahre nun mal AgriCare eingesetzt hat, erfolgreich eingesetzt hat und er meldet die unterschiedlichen
Level des Erfolges uns. Und ich gebe das heute sehr gern weiter, hat mir auch gestattet, das weiterzugeben. Also der Anwender ist über 80 Jahre alt und zuerst spricht er davon, dass er seit Jahren Schwindel hat und auch Tachykardien. Also beides. Und das Ganze ist total erfolglos gewesen über etliche Jahre, durch die Dinge erfolglos gewesen, die ärztlich bei ihm eingesetzt wurden. Also hat überhaupt nichts geholfen. Es hat sich so weit verschlechtert, dass der Anwender nur noch spazieren gehen konnte in Begleitung, weil er sonst durch den Schwindel und die Tachykardie das nicht durchgestanden hätte, einen Spaziergang. Also sehr, sehr große Beeinträchtigung der Lebensqualität. Und nach einer Vielzahl von Anwendungen, schreibt er, ist nun endlich alles wieder in Ordnung. Er schreibt, der Anwender ist über 80, er schreibt, ich fühle mich wie mit 50 Jahren. Und das ist doch ein großer Erfolg und ich danke dem Anwender dafür auch, wenn er uns nicht mehr nennen kann, was er alles für Anwendungen gemacht hat. Er hat sich ja selbst, ohne direkte Beratung von uns, testend vorgearbeitet, bis es dann eben funktioniert hat. Und leider kann er nicht mehr sagen, welche Anwendung er vollzogen hat. Gehen wir mal davon aus, es sind alles Anwendungen bis dahin gewesen, die das Wort Schwindel in der Bezeichnung hatten und auch das Wort Tachykardie. Also vielen Dank dem Anwender, aber ich bereite Sie gleich vor, es geht weiter. Derselbe Anwender, wie gesagt, über 80 Jahre, hat Kiefernschmerzen. Hier ist ein kleiner Schreibfehler, Entschuldigung. Das muss Kieferschmerzen heißen oben, insbesondere nachts. Und Anwendungen, die das Wort Arthrose oder Arthritis in dem Namen der Anwendung hatten mit Agilcare, haben auch keinen Erfolg gebracht, keinen spürbaren Erfolg. Bis er dann in einem unserer Workshops, unserer Workshops von mir gehört hat, wie jemand erfolgreich war mit der Anwendung C899. Ich wiederhole die Anwendung mit C899. Und die Anwendung heißt Kieferosteitis. Und das brachte den Erfolg, sage und schreibe, schon nach der zweiten Anwendung war rechts überhaupt kein Schmerz mehr im Kiefer zu spüren und hat es dann weiter fortgeführt über 4 Monate, um dann links auch schmerzfrei zu werden. Und nach 4 Monaten ist es ihm dann gelungen und konnte uns endlich mitteilen, rechts und links Schmerzen weg. Und er fühlt sich auch sehr, sehr wohl und sagt, er könnte sich gar nicht mehr vorstellen, ohne Agilcare sein Leben zu genießen. Und weiter geht's mit dem Anwender. Er hat eine vergrößerte Prostata und hat viele Anwendungen aus dem Bereich gemacht. Und er berichtet uns, dass die effektivste Anwendung die C1322, ich wiederhole die Quellencode-Index, C1322 war. Die Anwendung heißt Prostata vergrößert. Und ich habe das übrigens schon von mehreren berichtet bekommen, dass selbst in Krankenhäusern bei einer Nachuntersuchung sich gewundert wurde, warum ist denn die Prostata jetzt verkleinert, also normalisiert, und es ist immer die C1322 gewesen bisher. Und auch das, was der Anwender noch weitergeschrieben hat, dass er es alle paar Wochen einmal wiederholt, kann ich auch nur bestätigen, das machen auch viele. Nur, vielleicht wäre es besser, und das sage ich mal in Richtung des Anwenders, der uns so dankenswerterweise seinen Bericht hier abgegeben hat, auch zur Prostata. Es wäre vielleicht gut, wenn man eben engmaschig die Anwendung macht. Und dann könnte es sein, ich schließe das nur daraus aus anderen Berichten, dass dann dauerhaft die Prostata nicht mehr sich vergrößert und nicht mehr rückfällig wird, will ich mal so sagen. Und dann ist es vielleicht einfacher, als alle paar Wochen das zu wiederholen. Aber wenn man zufrieden ist, das alle paar Wochen zu wiederholen, dann ist es auch in Ordnung. Also vielen Dank auch für den Bericht, lieber Anwender. Der Anwender, es geht immer noch um denselben, hat 2 Herzinfarkte hinter sich. Es wurden Stents gesetzt und es wurden dann danach ärztlich verordnet, täglich ASS 100, also dieses Medikament ASS 100 einzunehmen. Das hat dem Anwender nicht so gut gefallen mit der dauerhaften Einnahme der Medikamente und hat Alternativen gesucht und fand unser Gerät AgilFlow. Ich wiederhole, das Gerät AgilFlow in unserem Shop, hat es eingesetzt, setzt es schon seit 3 Jahren ein und hat keinerlei Probleme mehr, obwohl er das Medikament abgesetzt hat. Auch finde ich ein toller Erfolg. Wir dürfen nicht den Rat geben, das Medikament abzusetzen, aber ich denke, die einzelnen Patienten oder Sie alle haben genug Freiheit,
und genug Kenntnisse, ob sie und genug Verantwortung, ob sie das machen können oder nicht. Jedenfalls hat er mit Agile Flow keine Risiken, die eben im Zusammenhang mit dauerhafter Einnahme von ASS in Verbindung stehen. Gratulation auch dazu, lieber Anwender. Und ich danke auch dafür, das hier mitzuteilen, denn das ist für den Fall der Fälle für viele von uns wichtig zu hören, was möglich ist. Immer noch derselbe Anwender. Er schreibt, meine Frau leidet unter Hämorrhoiden und hat er natürlich auch wieder ganz selbstständig, ohne dass er bei uns angefragt hat, wir hätten ihm aber die Auskunft so gegeben, hat er C692, ich wiederhole den Quellencode nichts, C692 angewendet und diese Anwendung heißt Hämorrhoiden. Er schreibt, leider funktioniert es nicht dauerhaft, aber es funktioniert, also keine Beeinträchtigung mehr der Lebensqualität, möchte ich mal so sagen, aber es funktioniert nicht dauerhaft, muss also immer wieder gemacht werden. Und er hat mir mitgeteilt, dass ab jetzt seine Frau auch die Wassermarkierung zusätzlich einsetzt, um dann anhaltend dadurch Hilfe zu bekommen. Ich finde, es ist eine sehr gute Idee, die ich auch wirklich unterstütze. Auch dafür, für den Bericht, vielen Dank. Immer noch derselbe Anwender, meine Damen und Herren. Immer noch derselbe Anwender. Er schreibt nach einer Meniskusoperation. Er schreibt es schon so, nach einer nicht gerade erfolgreichen Meniskusoperation, schreibt er. Sie können das auch hier lesen. Hat sich immer wieder eine Baker-Zyste gebildet, welche er mit A90 und C43 zurückgedrängt hat. Ich will mal gleich nochmal sagen, A90, die Anwendung, ich wiederhole, A90 heißt Flüssigkeitsansammlung. Die Anwendung C436, ich wiederhole, C436 heißt Zyste, einzeln. Das hat er durchgeführt, auch wieder aus eigener Initiative und ich gratuliere ihm zu dem Erfolg, denn das wäre auch übrigens das gewesen, was wir empfohlen hätten. Ich hätte vielleicht erst einmal zunächst nur Zyste einzeln empfohlen, aber es ist toll, dass er mit beiden Anwendungen dann so erfolgreich zurechtkommt und damit eben auch Schmerzen und Folgen einer Zyste, können ja auch andere Dinge sein, möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, sozusagen ausschließt. Und er schreibt noch, und ich habe das hier abgebildet, ich habe das hier zitiert, der Anwender schreibt, meine Eingaben sind wahr und jederzeit belegbar. Ich bedanke nochmal mich für all diese Beispiele dieses einen Anwenders, für all diese Erfolgsmeldungen, für all diese Mitteilungen an uns. Ich bedanke mich dafür, dass der Anwender auch aus eigener Initiative einfach getestet hat und mehr oder weniger schnell dann zum Erfolg gekommen ist. Und gratuliere ihm zu diesem Erfolg und denke, es ist wichtig und schön für uns, dass er uns die Freigabe gegeben hat, das hier mitzuteilen, denn für den einen oder anderen, für den Fall der Fälle, ist das sicherlich von großem Vorteil. Er schreibt noch weiterhin, dieser Anwender, anmerken möchte ich noch, dass wir täglich, mit wir meint er sicherlich auch seine Frau und er selbst, dass wir täglich Vitamin C als Ascorbat, Vitamin D3, Zink, und Magnesium als Öl auf die Haut einreibend verwenden. Akutes wird zusätzlich mit CDL erfolgreich bekämpft. Chlordioxidlösung, vorher MMS, verwenden wir seit vielen, vielen Jahren. Ich bedanke mich also ganz, ganz herzlich für den umfangreichen Bericht des Anwenders. Freue mich, dass ich das hier vorstellen konnte und gratuliere zu dem Erfolg. Weiter so kann ich nur sagen.